Ah, nehme ich auf? Ich nehme auf. Ja, cool, nice. So, Leute, ich hab Dinge getan. Es sind wieder 20 Zyklen vorbei. Wie ihr seht, wir sind 8 Dubs. Ich habe meine Arbeitskapazität erhöht, weil so langsam wurde es doch Zeit. Ich musste ein bisschen mehr tun. Es wird Zeit für eine Rutsche. Ich habe die ganze Zeit keine Rutsche gehabt, fällt mir mal auf. Ich muss jetzt ins Metallgame, weil ich Strom anfange zu brauchen. Also mehr als sonst. Darum habe ich angefangen mit ein bisschen Steinbrechermuni, um mir die ersten größeren Leitungen zu machen. Dann habe ich hier 2 Dubs, die mir eine Batterie betätigen. Und herzlich willkommen, Metallraffinerie. Metallraffinerie wird warm, aber wir haben es ja so kalt, liebe Leute, dass ich dann einfach gesagt habe, so, weißt du, es ist mir egal. Hier kommt jetzt gerade 54 Grad heißes Schmutzwasser raus. Das ist reichlich. Schmutzwasser hat sehr viel thermische Masse. Das habe ich ja so mal im Video erklärt auch. Könnt ihr mal schauen in der ganzen Erklärung, was der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und, habe ich das hier auch nochmal aufstehen? Genau, spezifische Wärmekapazität ist. Und hier ist einfach so, dass ich Schmutzwasser erstmal nehme, ist das erstbeste Material. Und naja, ich fahre es hier halt durch das minus kalte Wasser, was mittlerweile sich jetzt so nach und nach, ihr seht das, 1,5 Grad, 11 Grad. So, wenn das hier drin liegt, dann kühlt das langsam aus. Ihr seht das hier, 44,4, 44,3, 44,1. Der lässt jetzt die Hitze nach und nach ab. Ich glaube, ich habe jetzt hier auch meine 20 Aufträge durch. Ne, 2 sind noch. Alles gut. Aber, naja, da liegen halt jetzt erstmal ein paar hundert Kilogramm Kupfer, die ich halt brauche, weil... Hier ist jetzt alles vorbereitet für die Sauerstoffproduktion. Ihr seht das, der Raum steht. Ich muss noch Automation bauen. Ja, ich muss noch Automation bauen. Und ihr seht, dafür brauche ich halt den ganzen Shit hier. Da komme ich halt nicht drum rum, ne? Das muss ich halt alles basteln. So. Und Strom muss da auch noch rein. Und für Strom, hey, brauche ich Leiterkabel. Ich brauche halt jetzt veredeltes Material. Und irgendwo muss das Ganze herkommen. Daher, ja, brauche ich das. Und das ist im Moment in meinen Augen tatsächlich die klügste Lösung, die ich habe. Indem ich dann mir einfach sage, so, weißt du was? Ich nehme das verschmutzte Wasser, was jetzt hier 60 Grad hat, was jetzt hier einfach drin liegt. Und lasse die Temperatur einfach hier ab. So. Es ist verschmutztes Wasser, es wird ewig brauchen, bis es die Temperatur hat. Aber es erwärmt mir generell meinen Raum ein bisschen. Well, weißt du, wenn ich dann noch was brauche, dann steche ich hier oben einmal an. Dann nehme ich nicht hier wieder, weil das hier drauf tropft und mir den Bereich abkühlt, sondern ich würde tatsächlich wahrscheinlich hier anstechen und den entfernen. Und dann läuft das hier sauber runter und dann läuft das hier hin und hier rein. Da kann ich voll mitleben. Ne? Aber ich lasse jetzt auf jeden Fall erstmal eins nach dem anderen passieren. Ich habe auf 2 Schichten umgestellt. Das heißt, wir haben im Moment, kann ich euch zeigen, 4 Duplikanten in der Früh, 4 Duplikanten in der Nachtschicht. So Spätschicht gibt es im Moment nicht. Da laufen sie beide. Und das ist okay. Hier habe ich den nächsten Drop-Off-Point gebaut. Also wo ich die sage, hier meine Dubs, wenn ihr hier aufräumt, ey, dann schmeißt es hier rein. Da müsst ihr nicht reinrennen, dann habe ich hier den nächsten. Weil ich meine, den ganzen Shit, den ihr hier seht, der wird nachher auch alles hier hingesputtert. Da werde ich mir dann nachher hier auf die höchste Ebene, ich glaube, hier werde ich mir noch einen hinbauen, der hier nochmal runterdroppt. Und dann können die das nachher hier alles einsammeln. Das ist so der Gedankengang dahinter. Und hier drinnen muss ja auch alles eingesammelt werden, ne? Ist ja nicht so, dass man es gleich von Anfang an hat. Und naja, wir brauchen halt erstmal genug Kupfer, damit ich hier erstmal irgendwie klarkomme. Ich habe noch 4 Tonnen. Ich glaube, ich sollte sogar tatsächlich ein bisschen Kupfererz anfangen abzutragen. Ja, hier habe ich noch Kupfererz, das werde ich jetzt mir holen. Ich gehe hier rein und hole mir jetzt den. Ich meine, notfalls, hier ist Schwefel, wir sehen das ja relativ. Material-Overlay, generell das neue Material-Overlay, immer noch, kann ich nur erwähnen. Der Hammer, ihr seht das gerade nicht, wo mein Kopf da ist. Hier könnt ihr das einstellen, alles, aber wenn ihr nur nach Metalle sucht, so, wo sind meine Metalle? Oh, sexy. Und wir haben was festgestellt, das hat der Safti festgestellt, ist mir noch nie aufgefallen. Wir haben normalerweise Eisenerz, was ja sozusagen die Rohform vom Eisen ist und erstmal raffineriert werden muss. Es gibt hier aber auch feines, schon vorbereitetes, veredeltes Eisen. Nicht viel, aber etwas. Ist hier unten drin. Müsst ihr mal schauen. Ist tatsächlich ganz cool, weil das spart ihr euch nachher den ganzen Kram. So, was nehmen wir auf? Hallo? Boah, du wärst echt ein guter... Joshua, du wärst echt gut gewesen, aber ich habe jetzt gerade 8 immun gegen Lebens... Warum sind jetzt die Dubs großartig und eben eher so,
Top. Egal. Ich soll nicht meckern, Slide. Mecker nicht über das, was du hast. Deine Dubs machen das schon. So. Wie sieht's aus? Ausgangsrohr voll. Warum? Ach, weil der eben die ganze Zeit immer in der Durchfahrt war, ne? Hab ich Scheiße gebaut. Ich muss mir mal einen Tank einbauen. Nee. Da hat er nicht aufgepasst. Ich brauch mal einen Flüssigkeitentank. Ich brauch mal gerade einen Tank. Reiß mir mal bitte die Rohre ab. Ach, immer wieder schön. Man denkt so, ja, läuft, alles klar, habe ich bedacht. Und dann stellt einen wieder so ein, so, nein, habe ich nicht. Okay. Ist aber auch nicht schwer, weil... Das, weißt du? Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier ein Hexenwerk mache. So. Das ist der Unterschied. Mehr nicht. So, alles, was jetzt passiert, ist, dass die ganze Flüssigkeit jetzt hier permanent einfach im Tank stehen bleibt. Ich meine, der steht auch unter Wasser, so, hm? Eben auch hier hinstellen können. Wäre vielleicht so ein bisschen smarter gewesen, weil das kalt. Wäre smarter gewesen, weil das ganze kalte Wasser hinkommt. Sly, weg damit. Ja, Abbruch. Abbruch! Abbruch! So. Hi. 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 Was muss ich trennen? Dich muss ich trennen. Dich muss ich trennen. Nächster Abbruch. Nächster Abbruch hier? Nächster Abbruch hier? Nächster Abbruch hier? Nächster Abbruch hier, genau. Ist egal. Kriegen wir alles hin. Ist nicht so schlimm. Bin Experte da drin, Dinge abzureißen und wieder neu zu bauen. Ihr seht, ich bin bestens vorbereitet. Ich glaube immer noch, dass das erste Playthrough ein wenig besser lief. Da habe ich dann irgendwie nicht ganz so verplant wie jetzt. Aber ja, okay. Das ist halt manchmal so, wie es ist, ne? So. Hast du diesen Satz übrigens. Es ist so, wie es ist. Egal. Nichtsdestotrotz, ihr wisst, was ich meine. So, weil jetzt habe ich das ganze Wasser, was dann technisch hier dafür sorgt, dass es aufstaut, geht hier rein. Ich meine, wow, ist jetzt nichts Großes. Dann kann ich zumindest sicherstellen, dass schon genug da ist. So, der Rest tun die Duplikanten jetzt hier nach und nach aufräumen. Das läuft tatsächlich erstaunlich gut gerade. Und was wir auf jeden Fall jetzt mal machen werden, wir werden mal einen Duplikanten hinschicken jetzt. Untersuchen. Nehme ich um, finde aber nichts. Zeige Ziel an. So. Herzlich willkommen. Adonin untersuchen. Wie sieht's hier aus? Oh, die sind aber dicht an der Oberfläche, meine Freunde, ne? Ziegel aus Kupfererz. Na, die leiten da nachher hervorragend. Mhm. Die Räume werden sehr kalt. Wird schön. Bei minus 33 Grad kacken. Das wird lustig. Freue ich mich drauf. Okay. Zweiter Planet. Hilft alles nichts. Also, wen schicken wir denn durch? Wen schicken wir durch? Schauen wir mal gerade meine Dubs an. Wer ist denn aktuell entbehrlich? Entbehrlich. Ich kaltloses, gefühlloses Monster. Rupi. Nee, ich will schon jemanden reinschicken. Ich kann ja direkt zurückschicken. Aber ich will schon wissen, was da... Hat Fruppy jetzt den Hut? Ich muss mal gerade schauen. Wo ist Fruppy? Na, könnte einer mal bitte den Tank jetzt aus Kobalterz endlich mal fertig bauen? Das ist ja grausam. Weißt du? Ich muss ja hier die ganze Zeit auf meinen Kram warten. Das kann doch nicht sein. So, jetzt hier nur so ein bisschen einen Tank fertig bauen, damit hier wieder gearbeitet werden kann. Weißt du? Ist nicht so, dass das ein Hexenwerk ist. Nur ein bisschen Baui-Baui fertig machen. Ja, ich bräuchte auch so langsam ein viertes Klo eigentlich, ne? Ah, die Problematik kommt auch dazu. Eigentlich will ich das ganze Ding abreißen und neu bauen. Aber ich glaube, mein neues Lebensraum wird das hier. Also dieses neue Biom. Aber dazu muss ich es halt erstmal warm kriegen. Ja, so ist das. Geht immer nur eins nach dem anderen. Ruby, was ist denn los? Du hast ja extra eine warme Mütze jetzt bekommen. Liebe Wolf, Ruby, du wirst in dein Tod gesandt. Ja. Wir schicken dich nur einmal kurz rüber zum Erkunden, ne? Einmal kurz. Guck mal, die Packos begrüßen dich auch. Los, wird fertig. Zack. Keine Probleme mehr. Und das ganze warme Wasser, was wir hier noch haben, das geht jetzt hier schön rein. Genau.
8 Grad, guck mal hier, das Wasser hier. 8 Grad, weißt du, das ist ein Witz. Hat das hier genug Zeit, sich abzukühlen? Was hat mein verschmutztes Wasser jetzt hier? 4 Grad, 11 Grad, easy. Was macht ihr eigentlich gerade alle? Ihr sammelt echt hier unten alle auf? Schon mutig. Aber ich habe doch hier Eis eingegeben. Warum wird denn hier kein Eis eingemacht? Was ist denn das? Schnee. Okay, Schnee kann da auch noch rein. Irgendwas, was kein Schnee oder Dings ist? Irgendwas hier unten. Aber hier oben, zerstoßenes Eis, geht auch noch rein. So. Dann könnt ihr das nämlich, was hier unten gerade liegt, alle nämlich schon mal aufsammeln. So. Ich will ja den Raum hier leer haben. Also eigentlich will ich den Raum tatsächlich hier unten erstmal leer haben. Ich sollte hier unten erstmal sagen, ist mir egal. Mich interessiert nämlich erstmal nur der Bereich hier oben. So, den könnt ihr bitte auch nochmal öffnen. Damit wir das hier machen. Und dann macht mir mal bitte den Sauerstoffbereich fertig. Wie viel Kupfer haben wir? Habe ich das schon eingeblendet? Ne, muss ich nur anzeigen lassen. Moment, Kupfer, zack. Jetzt muss ich mich so langsam an die veredelten Metalle ran, damit ich das sehe. Ich habe den Aufräumbefehl. Nur beim Aufräumen, ist schon richtig. Die sollen auch nur was hier angewählt ist, sollen die aufräumen. Ah, oh. Das meinst du. Alles klar, den habe ich nicht gesehen, danke. Ja, sonst stehen die da 2 Stunden am Droppot und rollen den ganzen Scheit immer ein. Das passiert mir zwischendurch auch mal. Danke. Ja, die Stärke will ich damit nicht trainieren. Im Moment habe ich da keinen Bock, die sollen im Moment arbeiten. Die kleinen faulen Schweinchen. Ich habe dafür keine Zeit, die sollen arbeiten. Ah, sehr schön. Hier oben wurde auch Kupfer aufgerissen, so wie sie es gehört. Ach, reiß die ganze Decke weg. Niemand hat Interesse an der Decke. Macht sie weg. So, schicken wir Froopy rüber, ne? Leb wohl, Froopy. War schön mit dir. Einer muss mal rübergehen und lurken. Mal schauen, was auf der anderen Welt ist. Die anderen werden auf dich aufpassen. Behaupte ich. Guck mich schon drüben. Ich sehe schon, ich mache mich wieder richtig beliebt. Ah, sehr schön. Warum liegt eigentlich hier die Scheiße noch auf Toiletten? Ich hätte auch mal gerne vernünftige Toiletten. So nach Zyklus 127 würde ich es euch echt gönnen, ne? Immer noch nicht drüben, ne? Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Hier ist was zum Essen. Sei es böse? Nein. Bin ich böse. Ich sorge dafür, dass du die erste Erkunderin. Dein Name wird in die Geschichtsbücher eingehen. Als die große Heldin, die den ersten Planeten besucht hat in dieser Kolonie. Ich würde das jetzt nicht böse nennen. Hab nichts gemacht. Ja, das merke ich, dass du bisher noch nichts gemacht hast. Ich frage mich auch, was du die ganze Zeit machst. Ah, da ist sie! Ruppi! Teleport! Weg ist sie. Herzlich willkommen. Oh, okay, der ist weit unten. Das sieht nach einem angenehmen Biom aus. Oh, bitte lass mich nicht nachher wieder so einen Hüllenbruch haben wie in der ersten Kolonie. Also das hier ist nice. Schön konstant. Ein bisschen Salzwasser, ein bisschen normales Wasser. Hier ist der Porter für den Bereich. Ein bisschen Oxalit, was ausdünstet. Grad. Das ist erstmal ist das nice. Hier oben ist ein bisschen kühl, weil, also es wird halt schnell kühl, weil die Ziegel sind aus, warum auch mal die aus Kupfererz sind, ich kann es dir nicht sagen. Aber so für die erste? Ja. Nährstoffriegel werden Gott sei Dank nie schlecht. Ist noch ein gefrorener Dub, den holen wir uns aber später. Oh, hier unten ist auch gleich der Eingang, sehr schön. Gar nicht so bad. Ich meine, von hier aus kann man einfach gleich reingehen ins Biom. Ich hätte hier gleich Ethanol zum Abpumpen. Ich habe hier ein bisschen Wasser, ich habe da ein bisschen Wasser. Hier unten kriege ich noch ein bisschen Oxalit und Algen. Boah, ich sag mal, für den Anfang. Ja, Froopy. Guck mal, wir schicken dich wieder zurück. So bin ich. Du hast aus Versehen Alt F4 gedrückt. Ihr mich auch.
Oh, übrigens sehr schöne Sternkarte. Ich habe hier ein Fragezeichen. Also jetzt sieht man so langsam, ob da vielleicht was in der Nähe ist oder nicht. Das freut mich. Fruppi. Attraktion, möchtest du wieder zurück? Ja, klar. Du hast erstmal deine Pflicht getan. So, jetzt darfst du wieder zurück an die Arbeit. So, wie war's? Du warst die allererste. Wieder da. Ja, nimm den Schnee, ist mir egal. Pack den da oben rein. Ich meine, wenn der Schnee hier oder das Eis hier oben durch ist, Wasser schmilzt nach und nach, dann werde ich mir den ganzen Kram da auch rausholen. Aber hey, geht halt immer nur eins, ne? Erstmal sollen sie mir das rausholen. Und dann würde ich sagen, gehen wir. Machen wir nochmal 10, oder? Wie viel habe ich eigentlich hier drinne? Boah, nicht viel. Aber 51 Grad. Da geht noch ein bisschen Temperatur. Die anderen haben sich ja gut abgekühlt. Ihr seht das hier, 10 Grad. Das ist halt nichts. Und immer dran bedenken, für viele Leute, die Probleme mit Kohlenstoffdioxid haben. Ey, buddelt euch ein Loch und schiebt das da erstmal rein, ne? So. Ihr seht ja hier so Kohlenstoffdioxid, das wird so langsam mehr, aber die Tür ist schon offen, damit der ganze Kram da irgendwann mal entfleuchen kann. Was habt ihr denn? Da ist doch nichts. Okay, die Leute treten jetzt erstmal hier gegen an. Ist okay. Sollen sich den ganzen Kupfererz und den Kram erstmal holen. Ja, ihr müsst halt hier ein bisschen durchhalten, Leute. Es ist halt nicht alles umsonst, ne? So ein paar Sachen, da müsst ihr durch. Apropos ein paar Sachen müsst ihr durch. Das hier wird auch mal entfernt. Wir brauchen mehr Rutschleiter. Mir dauert das zu lange. Hier muss einer mal gerade. Muss mal eine Ansage machen, dass das hier schneller runtergeht. Ich meine, die haben dafür immer noch den Hauptweg. Aber zum Hochgehen, zum Runterrutschen. Die Basis ist bisher schlecht designt. Aber das ist mir egal. Im Moment läuft es. Ich bereite alles vor, dass wir hier erstmal vernünftig mit umgehen. Darum ist, was ich hier mache, ist halt eine Möglichkeit für viele Leute, die wie ich mit Hitze kein Problem haben. Man muss halt auch mit Kälte umgehen zu wissen, ne? Abendlog. Und in dem Fall ist es mir einfach zu kalt und was mache ich? Ja gut, dann denke ich mir so, mir scheißegal. Baller ich mir die kochend heiße Metallraffinerie, baller ich die halt ins Schmutzwasser. So, ey, das Ding hat minus 10 Grad, ich muss hier gegenwärmen, damit meine Pflanzen befüttert. So, dann kann ich auch das Wasser essen. Kann ich, Nachteule, verdammt. Oh, Bedienung wäre auch gut gewesen. Oh nein, warum sind die Dubs jetzt alle gut? Egal. Dann kann ich mir die Hitze auch erstmal in die Basis drücken, ne? Ganz einfach. Kann ich das am Anfang auch erstmal so machen. Irgendwie muss ich damit umgehen. Das ist eine Möglichkeit und ich finde, die ist echt okay. So, das Schöne ist, wir kriegen jetzt eigentlich auch hiermit vielleicht die ersten Hatches zusammen. Das wäre zumindest wünschenswert. So, und ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen hier gerade die Fresse voll, ne? Nur so ein bisschen. Ich möchte, dass ihr das ganze Gedöns da oben jetzt erst nicht mal hinbringt. So. Das ist jetzt nicht schwer, einmal den Scheiß hier aufzuräumen. Ich mache das nur selten. Es tut mir leid, weil ich auch keinen Bock habe, dass jetzt hier mal die ganze Zeit langrennen. Sollen sie bitte da lang gehen, damit sie hier das schneller machen, aber... Es hilft ja alles nichts, ne? Bitte sammelt den Kram auf. Ich meine, sogar das Eis schmeiße ich hier rein. Hauptsache, es liegt da nicht mehr rum. Ja, ich würde euch auch gerne... Ich würde euch das auch gerne ersparen. Warum tue ich das denn nicht? Dann können sie da oben lang gehen. Kann das mal einer gerade bauen? Ich meine, ihr habt doch alles Ressourcen hier. Ihr müsst doch einfach nur gerade Magnetit vom Boden nehmen und einmal hier bauen. Ja, genau. Nimm das Sedimentgestein. Bestück es und baue es. Damit ihr nicht immer die ganze Zeit mit durch nassen Füßen durch den Scheiß laufen müsst. Sehr schön. Ja, Ähmchen ist erkältet. Ich sehe das. Es ist auch ein bisschen kühl vielleicht hier unten, ne? Seitdem ich deine Tutorials habe ich auch kein Problem mit Hitze mehr.
aber versuch gerade mit 3 Raumheizungen minus 10 Grad schmutziges Wasser am Farmtemperatur zu bringen. Das dauert ewig. Genau. Mach ich gerade mit einer Metallraffinerie. Ich habe eiskalt, ich nehme verschmutztes Wasser und ich baller das hier eiskalt bei mir hier rein. Weißt du, mir ist das so egal. Ich nehme meinen verschmutzten Wassertank und der bei minus 10 Grad war und habe gesagt, so, du dienst mir jetzt auch noch gleichzeitig als Kühlmedium. Ah, meine Sauerstofffabrik. Sie wird endlich mal fertig. Sehr schön. Zumindest der Raum ist dann designt. Temperatur 7 Grad. Ich glaube, der Sauerstoff wird kühl sein, den ich hier reinblase, aber das ist mir egal. Wasserstoff. Mache ich mir dann hier eine Ecke, eine Stromecke? Mache ich mir dann einfach hier eine Stromecke, einen kleinen Metallraum und sag so, ist mir egal? Wisst ihr, was ich meine? Das ist so der Gedankengang fürs nächste Mal. Dass ich dann sage, okay, ich schließe den Raum, fange an zu produzieren. Der Wasserstoff geht hier hin. Hier kommt mir erstmal eine Hot Room direkt. Smiley, ich mich auch, ey. Hot Room ist ein bisschen zu früh. Nein, ich werde sicherlich keinen endlosen Exploit-Wassertank benutzen. Nein. Wenn ich einen Exploit verhindern kann, werde ich einen Exploit auch nicht usen. Oder beziehungsweise nur usen für coole Sachen. Sowas wie ein Vulkan oder so, weißt du? So für Dinge, die halt nice sind. Nicht für Wasserlager oder so. So, ey, wenn ihr das so zum Lagern benutzt, dann könnt ihr es auch bitte sein lassen. Ich finde das halt Schwachsinn, einen Exploit zu benutzen, nur fürs Lagern. Das ist meine persönliche Meinung. Kann ich das auch einfach lassen. Gibt es hier irgendwas zum Aufräumen? Oh ja, ein bisschen was. Räumt mal auf. Oh, nicht nur aufräumen, das können sie auch ernten. Nice. Können sie noch irgendwas hier holen? Nee, können sie nicht. Okay. Ich habe sogar noch ein bisschen Rohöl. Sweet. Könnt ihr das aufwischen? Nice. Okay, cool. Ja, ich weiß, es hat schon geklingelt. Ich schaue jetzt gerade, was ich euch noch Schönes zeigen kann. Ja, das ist tatsächlich gerade der Plan. Ihr seht, ne, ich bin komplett auf Vorproduktion. Ich plane und designe jetzt hier den Sauerstoffraum. Den habe ich. Dann werde ich hier mir wahrscheinlich den Stromraum hinballern. Und da muss ich gleich schauen, dass ich eine Entsalzungsanlage nehme. Und das Wasser, was mit 40 Grad kommt, werde ich nehmen, um den Raum hier mit aufzuheizen. Zumindest den Sauerstoff. Ja. Du hast es im Tutorial gezeigt, wie es geht, also nutze ich es voll aus. Gib mir nicht die Schuld, ich schäme mich immer noch, dass ich es ins Tutorial eingepackt habe. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute meine Videos schauen. Aber hey, ihr seid gerade einer davon. Daher, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Zyklus. Also beim nächsten Sprung, euer Sly.